Ich habe mich damals aufgeregt und gewundert, warum meine Mutter wie verrückt die ganze Wohnung putzt. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass sie das macht, weil sie weiß, dass sie da nicht wieder hin zurückkehrt. Und ist da mal aufgebrochen und nachgeschaut wird, keine Ahnung. Wir haben dann ganz normal Kleidung zusammengepackt für 2 Wochen Urlaub. Meine Mutter hat uns ziemlich dunkel angezogen, aber damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Die hat uns immer bestimmt, welche Sachen, also hingelegt, welche Sachen wir halt anziehen, und das haben wir halt nicht gerade wählerisch halt angezogen. Dass sie das mit dem Hintergedanken gemacht hat, dass wir schlechter gesehen werden an der Grenze, nicht mit auffälligen Farben rumrennen, das war uns damals alles nicht bewusst. Mehr nicht gewusst, wo es hingeht. Und wie sie dann angefangen haben, Sachen zu verstecken, die Kompass und Karten und was nicht alles eingegraben haben und versteckt haben in so einem hohlen Baumstamm, haben wir uns schon gefragt, was das soll, aber sie haben es uns da immer noch nicht gesagt. Erst in der Tschechei drin selber. Dass wir jetzt dorthin gehen, wo es halt die Barbie-Puppen gibt und über den großen Berg, wo es die schönen Spielsachen aus der Werbung gibt für mich. Und dann sind wir losmarschiert. Dann waren wir ja bald an den Grenzschildern. Staatsgrenze zur GSSR oder so, was da drauf stand. Und dann sind wir da im Wald umhergeirrt, mehr oder weniger. Und es ist dann schon dunkel geworden, die Dämmerung war, wir waren müde, wir waren hungrig und haben dann auch eine Nacht im Wald übernachtet. Wir haben gefroren, wir sind mit meinen Eltern da an Bäume gekauert, an meine Eltern dran gedehnt. Die haben uns halt gewärmt von hinten. Und ich hatte schon wahnsinnig Angst vor jedem Geräusch, was ich gehört habe. Jedes Tier, was ich nicht identifizieren konnte, jenes Knacken. Viel Schlaf war da eh nicht drin. Es ist schon ein bedrückendes Gefühl, dass man nur so viel Weg in Kauf genommen hat, sich so eine Gefahr ausgesetzt hat und dann so ziemlich am Ziel nicht mehr weiterkommen. So ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und trotzdem fand ich es eigentlich vernünftiger, dass der Mann gesagt hat. Er käme, er würde sich zutrauen, noch drüber zu kommen, aber für mich und für die Kinder. Unmöglich. Und wir haben nur versucht, einen anderen Weg zu gehen und zu sehen, ob nicht irgendwo anders eine günstigere Möglichkeit ist. Aber es war überall so. Mein Bruder hat dann ziemlich gequengelt, der war noch klein und es war dann tagsüber schon schön warm und er hat Durst gehabt und Hunger und müde, wollte nicht mehr laufen. Und wir waren schon fast wieder an der DDR-Grenze. Da haben uns irgendwelche Leute entdeckt. Eine Frau hat gewunken aus einem Haus. Und meine Mutter hat dann darauf bestanden, dass wir da runtergehen und die ansprechen. Ich wollte es nicht, ich wollte wieder in den Wald rein, ich wollte zurück, ich wollte das Ganze hinter mir haben. Ich war auch sauer und grantig nach der ganzen Zeit vergeblichen Laufens. Das waren ja etliche Kilometer, die wir da zurückgelegt haben. Und wir sind halt dann leider doch darunter gegangen. Die Leute haben uns freundlichst begrüßt. Ja, mein Vater hat denen erzählt, wir hätten uns verlaufen. Wir sind in einem Hotel in Asch untergebracht
und hier nur wandern gewesen. Das haben sie uns anscheinend gleich nicht abgenommen, weil die haben dann was über den Gartenzaun gerufen, ins nächste Haus rüber. Und während wir da Limos getrunken haben und verköstigt worden sind, kam dann jemand mit Uniform. Moment, ich fahre Sie nach Asch. Warten Sie hier. Ich denke, häufliche Menschen lassen wir uns eben nach Asch fahren. Und dann kommt erst der Wolle und gerade so eine Uniform an. Also war mir klar, ne? Wie das weitergeht. Und schlimm ist es ja gewesen, das Schlimmste von allem. Als dann nach endlosem Verhör in Schöneberg ich eine Erklärung unterzeichnen sollte, dass ich einverstanden mich erklärt, dass die Kinder ins Kinderheim kommen. Der Mann hatte sich geweigert, es zu unterschreiben. Und mir war klar, dass weder meine Eltern noch die Schwiegermutter die Kinder behalten. Und habe ich ihm dann doch unterschrieben. Es hat nicht lang gedauert. Ich musste das Verhör wurde, dieses, was schriftlich festgehalten worden ist von dem leidenden Angestellten. Dienstgrad ist mir nicht bekannt. Das wurde mehrmals wiederholt. Das heißt, er war nie zufrieden. Ich hätte das nur geschildert wie ein Spaziergang. Und letzten Endes habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Schreiben Sie es so, wie Sie es wollen. Naja, er hat es dann geschrieben. Und damit ich meine Ruhe hatte, ich wirklich fertig war, habe ich es unterzeichnet.